Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Teil 8 zu dem Einführungsvideo von Jurassic World Evolution. Ja, ich sehe es gerade. Wir gehen erst einmal zu unseren Fossilien. Das ist das erste, was wir machen. So, wir extrahieren das. So, wie gesagt, am Anfang habe ich ja gesagt, es gibt eigentlich nur ein Einführungsvideo. Das heißt also, wir haben ja jetzt schon die Sandbox freigeschalten von der letzten Karte. Das ist ja auch schon mal was wert. Eigentlich wollte ich jetzt so lange weitermachen, bis wir erstens mal vielleicht irgendwie was Neues freischalten können. Oh, nee, das ist noch nicht freigeschaltet. Aber diese Dinger gehen immer weiter hoch. Was seht ihr das? Guck hier, 1 von 5, 2 von 5. Also irgendwie muss man da was machen, dass das dann funktioniert. Dass man da mehr freischalten kann. So, zum Schluss von dem Video erlauben wir uns natürlich den absolute Spaß. Also das ist ja klar. Aber das werdet ihr dann sehen, was ich dann genau vorhabe. Wir können euch schon mal was machen. So, 97% hat der. Das heißt, dann schicken wir den nochmal dahin. Ja, natürlich könnten wir jetzt noch einen Fleischfresser freilassen, dass man die Errungenschaft noch kriege, aber Scheiß die Wand an, würde ich sagen. Wir gucken da jetzt mal weiter. 7 von 10, 7 von 10. Also da müssen wir noch nichts auffüllen. 2 von 5. 2 von 5. Neues vollständiges Genom. Also Ceratosaurus ist jetzt bei 100%. Das ist sehr gut. Das heißt, das wäre jetzt schon praktisch schon der zweite, wo wir bei 100% haben. Das ist gut. Großartig viel können wir nicht machen. Wir müssen jetzt abwarten, was da jetzt abgeht, wenn wir jetzt das letzte Ding da in dem Forschungszentrum fertig haben. Vielleicht kriegen wir irgendwie noch was freigeschaltet. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal, das Video machen wir jetzt mal noch weiter und dann schauen wir mal, was abgeht. Vielleicht machen wir dann schon Feierabend mit dem Spiel. Das überlege ich mir noch während dem Spiel jetzt. Wir warten jetzt erst einmal ab, bis diese 4 Minuten da oben abgelaufen sind und mal gucken, was dann passiert. Weil wir haben jetzt alles, was forschungsmäßig ist, Hammer freigeschaltet. Das dauert noch circa 2 Minuten. Mal gucken, ob wir vielleicht doch noch irgendwo was. Nicht, dass wir was vergessen haben. Nee. Gebäude. Auch nix. Fossilien. Warte mal, da war mal Gehege. Ist ebenfalls gar nichts. Fossilien schon gar nicht. Ja, wir warten jetzt einfach mal ab. Also irgendwas muss hier jetzt einmal kommen. Vielleicht mal, wo ist denn dieses? Ah, da sind sie ja schon. Gut. 97. Ich denke mal, der wird jetzt auch auf 100% gehen. Sage ich jetzt einfach mal. Ich wollte mal gucken, dieses Expeditionsding. Vielleicht kann man da irgendwie was freischalten oder so irgendwas. Mal gucken. Leere Upgrade-Blocks, Grabungstempo, Grabungsvertrag, Forschung öffnen. Ja. Wie gesagt, weniger als eine Minute. Da warten wir jetzt mal ab und gucken, was passiert. Diese Herausforderung sieht interessant aus und ich habe leider. Ja, ist in Ordnung. So, jetzt müsste das eigentlich. Ja, wir sind schon fast durch. Gebäude-Upgrades forschen. So, das letzte ist jetzt durch. Jetzt ist eine.
neues vollständiges Genom, ja, das war mir klar. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ne? Ist irgendwas Neues dazugekommen? Denkt nicht drauf. Wieso kann ich diese Scheiße nicht freischalten? Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Da ist auch nix. Medizinische Behandlung, ne? Genetische Forschung, auch nix. Also wie gesagt, was? Forschungszentren benötigt. Vielleicht muss ich da noch ein zweites Forschungszentrum bauen, dass da vielleicht irgendwie weitergeht. Und das habe ich natürlich auch noch nicht gedacht, ne? Das ist vielleicht einmal eine Überlegung wert, dass man vielleicht ein zweites Forschungszentrum baut. Betriebsgebäude, Rangerstadt, Expeditionsfossilienzentrum. Pro Insel kann nur ein Forschungszentrum gebaut werden. Das war dann natürlich die Antwort auf meine Frage, was abgeht. Also ist nichts neu. Also irgendwie, entweder kann man da nicht mehr bauen auf dieser ersten Insel oder es ist irgendwas faul. Ja, wie gesagt, natürlich könnte man das jetzt ewig weitermachen. Ist der schon wieder tot? Ach nee, der schläft. Okay. Achso, wieso gehen die zwei Affen da eigentlich dann aus? Wo ich vergessen habe, die Tür zuzumachen. Ich Vollhorst. Ja. Willst du dann über oder was? Reserve 1 von 5. 6 von 10, 6 von 10. 1 von 5, 1 von 5. Ich glaube, wir gehen nochmal eine Runde auffüllen, bevor schicken wir mal noch jemand fort. 91%, gut, den nehmen wir. Ist mein Auto, ist mein, da ist er. Fahrzeug lenken! So, dann füllen wir mal die Scheiße wieder auf. Was? So, da müssten wir jetzt alle haben. Gehen wir rüber zu meiner anderen Hanfbombe da. Die kämpfen sich jetzt schon gegenseitig. Jetzt fangen sie alle an aufzumuckeln. Hey! Hey, du Sau! Dann schiebt man auch noch weg, den! Den haben wir. Mal gucken, ob ich jetzt alle hab. Ja! Anscheinend haben wir alle. So, das heißt, der kann wieder mal selber von der Leere zurückfahren. Ja, 10 Minuten. Forschungszentrum habe ich gar nichts mehr. Ach, das kann ich verkaufen. Ich habe schon gedacht, das ist was Neues. So eine Scheiße.
Ja, was tun? Es hängt schon wieder. Was tun, sprach er, was tun? Der fällt einfach doch querfeld ein. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der absolute Hammer. Triceratops, also noch mal hin. Ja. Man könnte nichts Großartiges mehr machen. Das heißt, wir machen jetzt einen Spaß. Wir werden jetzt sämtliche Toren öffnen. Hallo, was soll der Scheiß? Kannst du einfach den Zaun wegreißen? Oder, oh ja, genau, wir reißen einfach den Zaun weg. Ja, was haltet ihr da davon? So, jetzt passt mir Lufe, Bube. Abreißen. Zaun. So. Jungs, jetzt wird's lustig. Hier, Mann! Auf zum Angriff! Ja, also wie gesagt, zum Schluss wenn man natürlich nur einen riesen Spaß machen. Tor öffnen. Junge, Freiheit! Freiheit für die Gummibären. Ja, Mann, Freiheit für die Gummibären. Hey, jetzt mache ich schon bei euch das blöde Ding auf, ne? Und keine Sau greift irgendjemand an. Ich will jetzt wissen, wie die Menschen fressen. Es ist bestimmt wieder der 2 und der 3, ne? Ne, oh, der 4er ist es das mal bei. Mein Oberkiller. Meinst du, der hat getraut sich an den da drauf? In Panik. Das machen wir mal schnell zwischendurch, das ist ja kein Problem. Der wird jetzt auf die 100% gehen. Ich sag mal, wieso will denn da eigentlich keiner raus? Oh, 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 voll erwischt die Sau! Ist ja geil. Ui, der nächste! Jetzt gibt's Schaschlik. Ist ja geil. Zum Kampf, natürlich zum Kampf. Geil. Oh. Leck die Welt am Arsch! Gott, ist der gut! Neues vollständiges Genom, ja Mann. Ey, das ist ja wohl der Oberbrüller. Ihr habt ja diesen Kampf gesehen, ey. Siehst du, habe ich euch nochmal was richtig Geiles geboten hier. Hammer! Ja, Mann! Die räumen jetzt ganz schön auf, der Ding. Oh. Ich hätte gerne mal einen Kampf mit dem CR4 Alpha gegen diesen Triceratops Alpha. Also den Kampf, der wird mich mal interessieren. Die giften sich immer nur alle selber an. Guck dir das interessiert den Gott, der ist in Panik. Und der Anna,
Der ist vollkommen friedlich. Das interessiert den gar nicht. Hey, hallo, habt ihr schon mal gesehen, dass dort neben das Tor offen ist? Die sind alle voll in Panik. Jagd! Oh, die arme Sau. Oh, voll erwischt! Ist ja geil! Schon die dritte, dritte Leiche schon. Aha. Oder so ein großer Edmontosaurus-Gichidin. Gichidin da. Hey Jungs, habt ihr gemerkt, dass da vorne das Tor auf ist? Da vorne gibt's Menschenfleisch. Haba haba! Hallo! Ich reiß gleich sämtliche Zäune auf, gell? Ey. Jungs, wenn das nicht bald nur was wird, dann nehmen wir hier, gell? Hey Jungs, da kriegt ihr wenigstens was geboten hier auf der billigen Plätze da vorne. Streift umher. Oh. Streift umher. Die haben sie, oh, das ist wieder eine 2 und eine 3er, ne? Ja, die 2, die können sich jetzt aber so nicht riechen. Oh, der greift. Der geht. Komm, geh auf den doch. Auf. So einen Kampf möchte ich gerne noch sehen. Come on! Oh, jetzt wird's interessant. Jawohl! Den gucken wir mal so. Voll auf die 12! Scheiße! Hey, der ist gut gepanzert, deswegen. Oh, der steckt ja weg! Der Brüller. Der Killer hat wieder zugeschlagen. Ihr seid der absolute Brüller, ey. Ey, doch hab ich ja einen ausgebrochen, ey. Leck mir am Arsch. Ob der nächste. Nimm doch mal den da. Panik. Geil. Nächster Kampf. Boah. Die 12! Meine Herren! Kalle, du bist ein Killer! Ey, keine Sau will da raus, ey! Wir haben hier nur noch Leichen liegen. Gestorben in einem Kampf gegen CRT4. CRT 03? 3? Oh, der 2 hat auch mal einer umgenietet. Also ganz klar 2-1 für unseren Kollege Nummer 3. Diesen Mann hier. Es werden noch Wetten angenommen, natürlich. Ist ja geil. Was ein Spaß. Jetzt haben die immer noch nicht gerafft, dass der scheiß Tor da vorne oben ist. Okay. Was sagt denn jetzt noch dazu?
die giften sich doch. Das ist bestimmt wieder eine 203, gell? Oh ne, das muss ein Vierer. Ist ja geil. Wie viele werde ich überleben? Da lacht einer wieder. Oh, das stinkt doch schon nach dem Kampf da unten. Das gibt einen Kampf, ich wusste es. Oh, voll erwischt! Das war der 2. Ich glaube, der hat auch gerade einen flach gelegt, ne? CRT 03 04. Oh, da gibt es den nächsten Kampf, ohne. Jawohl! Gefährlich. Oh, guck mal, da vorne läuft einer raus. Yeah! Guck mal, wie es rennt. Jetzt geht er wieder zurück, der blöde Hund! Ich glaube, die haben uns auch alle gekillt. Meine Fresse, die haben sie alle niedergemacht. Alpha? Edmontosaurus, Edmontosaurus. Die sind die Insiste, wo bis jetzt überlebt haben, oder? Du fliege gleich die Fetze. Ja, mal. Ein Bild der Verwüstung. Der hat doch mal voll hin auf die 12 gegeben, ey. Oi, oi, oi. Bin mal gespannt, wann der erste Ding verreckt, ey. Wow! Respekt, mein lieber Herr Gesangsfein! Meine Fresse, das war bestimmt das Alpha, gell? Nein, das war nicht der Alpha. Ja wohl der Guck mal, die haben sich gegenseitig abgeflatscht. Nein, das war der Edmontosaurus. Ach, das ist ja der Hammer. Alle tot. Nein, da ist noch einer. Nein, das ist der CRT4. Edmontosaurus hier. Nein, guck hin, da lebt noch einer. Oh ja. Das Killertier findet den Weg raus.
Da ist offen. Wieder drüber. Da? Guck mal. Sag mal, was seid ihr für Blöde, ey? Jetzt kommt der Endkampf oder was? Alles pfeifen. Ja. Dinosaurier-Bedrohung. Was? Wo? Oh, der rennt raus. Der rennt raus. Geil. Zwei. Jetzt wird's lustig. Ich hab mir hier mit 26 Minuten, es wird langsam. Lauf! Oh, da bist du gleich tot. Du bist ein toter Mann. Schnapp ihn dir! Boah. Guck dir den an! Ist ja der Wahnsinn! Ich brich zusammen! Sie müssen die Gäste beschützen. Nö! Ich find's ja so geil! Ja, ich würde sagen, es ist ein. Oh, jetzt wird's interessant. Ach, der schon wieder. Oh, da kümmert wieder laut genug. Ja, ich meine, wir könnten uns das jetzt noch ewig anschauen. Es sind jetzt 28 Minuten durch. Ich würde sagen, die Einführung sollte mal genügen. Also, mal gucken, vielleicht mache ich irgendwann noch mal ein Video mit Herausforderung oder mit dem anderen Ding. Sandbox. Mit dem Sandbox-Ding oder sonst irgendwie. Das werden wir dann sehen. Für das soll es das jetzt wirklich erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, euch haben die Dinosaurierkämpfe am Schluss gefallen. Also, ich fand es echt verdammt lustig. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben und ansonsten verabschiede ich mich jetzt hiermit fürs Erste für Jurassic World Evolution und sage damit Tschö, ciao mit V und grüßt mir die Hühner!